Digitale Kompetenzen sind im 21. Jahrhundert unverzichtbar. Das hat auch Auswirkungen auf die Schule. Für Pädagoginnen und Pädagogen gehören digitale Werkzeuge und Medien mittlerweile genauso dazu wie Tafel, Heft und Schulbuch. Aber wo beginne ich als Lehrperson, wenn ich neu in diesem Bereich bin oder etwas dazulernen möchte? Was ist wirklich wichtig? Und wie setze ich digitale Werkzeuge und Medien im Unterricht richtig ein? Puh, man hat es ja heutzutage wirklich nicht leicht als Lehrperson. Oder doch? Zum Glück steht Lehrerinnen und Lehrern in Österreich mittlerweile eine Fülle an Unterstützungsangeboten zur Verfügung. Für alle Phasen der persönlichen Professionsentwicklung und auf allen Ebenen der beruflichen Tätigkeiten. Ein Überblick gefällig? Los geht's! Das E-Learning 1x1 ist ein Lehrbuch von Lehrenden für Lehrende mit vielen Beiträgen gelungener Medienbildung. Eine gute Basis für den erfolgreichen Einsatz von digitalen Werkzeugen. Ein weiteres Buch über das Lehren und Lernen mit Technologien ist L3T. Auf l3t.eu ist auch dieses Buch frei zugänglich. Der DigiCheck ist eine spannende erste Anlaufstelle für die pädagogisch orientierte Selbsteinschätzung. Ein Online-Test zu den persönlichen digitalen Kompetenzen. Und keine Sorge, ist alles anonym. Die Themenbereiche der digitalen Kompetenzen und informatischen Bildung sind vielfältig. Wer mehr Informationen dazu sucht, findet alles, vom Konzept bis zu Übungsbeispielen, auf digicomp.at. Gemeinsam statt einsam lautet das Motto bei eBuddy, dem kollegialen Coaching, bei dem das Unterrichten mit Computer und Internet trainiert werden kann. Auch größere Gruppen können durch schulinterne bzw. schulübergreifende Fortbildungsveranstaltungen punktgenau und zeitnah unterstützt werden. Wer ein international erprobtes Fortbildungsformat bevorzugt, ist bei EPIC richtig. Die European Pedagogical ICT License rückt die didaktische Seite des Computereinsatzes in den Mittelpunkt. Lehrerinnen und Lehrer, die nach Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten suchen, haben drei interessante bundesweite Angebote zur Auswahl. IT@VS, ELSA und ELC. IT@VS ist ein Netzwerk innovativer Grundschullehrerinnen und Lehrer, die den Einsatz neuer Medien im Unterricht erproben und neue Technologien austesten. ELSA ist das E-Learning-Netzwerk der Schulstufen 5 bis 8 an allen österreichischen Schulen. ELC, der E-Learning-Cluster, ist das Netzwerk der österreichischen weiterführenden Schulen. Das KIDS-Projekt wirft einen Blick auf das Klassenzimmer der Zukunft und erforscht den Nutzen und die Vorteile digitaler Medien und Werkzeuge fürs Lehren und Lernen. Und für alle, die nach Online-Fortbildungsangeboten für Lehrende suchen, ist die Virtuelle Pädagogische Hochschule die erste Anlaufstelle. Die Virtuelle PH bietet Online-Seminare, E-Lectures und vieles mehr. Mit so vielfältigen Angeboten ist es also doch gut möglich, sich im Dschungel der digitalen Kompetenzen zurechtzufinden. Und wem das zu schnell gegangen ist, die Übersicht der bundesweiten Angebote gibt's auf virtuelle.ph.at/digicomp.